Die große Lurkerjagd ist eröffnet. Willkommen zurück zu G2, die Nacht des Raben. Nee, Eisbock wollte ich gar nicht. Ich möchte Feuerbälle werfen. Obwohl, wir können auch mal einen Eisblock nehmen. Die Feuerbälle will ich lieber für die zwei hinten haben. So. Da ist nichts zu holen. Wieder ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Der hat doch Krallen. Wieso kann ich dem die Krallen nicht nehmen? Muss der dafür erst umfallen? Wahrscheinlich. Ah, jetzt hat er Krallen. Sehr gut. Wir gehen mal ganz schnell weg. Die Lurker da hinten haben nämlich Spaß. Mit jemandem, mit dem sie eigentlich keinen Spaß haben sollen. Weil ich den eigentlich noch benötige für ein paar Dinge. Und der schafft die Lurker garantiert nicht. Ich hoffe, der hat es auch überlebt. Oh, da hinten haben wir eine Pflanze stehen lassen. Da kann ich die Gelegenheit gleich mal nutzen und die holen. Mann, der Garn, der geht mir richtig auf den Keks. Glaubt ihr das? Der macht nichts als Ärger da hinten. Der klaut mir Erfahrung und Biester und hast du nicht gesehen. Wenn der jetzt tot ist, ist er aber auch selber schuld. Ganz ehrlich. So, komm her. Der nächste bitte. Komm näher, komm näher. Komm jetzt her. So macht man das als echter Lord von heute. Als Lord von Welt macht man das so. Ich sag's euch. Aber wir müssen auch, bevor wir irgendwann in das Minental wieder gehen, müssen wir auch unbedingt nochmal vorbeigucken. In der Stadt bei unserem Händlerfreund. Dass wir noch ein paar Spruchrollen mitnehmen. Womit denn? Ich hab meine ganzen Spitzhacken verkauft. Ey, Leute, nee. Ich bin so ein Idiot. Habe ich keine Spitzhacke mehr dabei. Ey, ich krieg echt's Kotzen grad. Wem hab ich Idiot denn bitte schön die Spitzhacken verkauft? Kann mir das einer sagen? Da habe ich jetzt hier mit Mühe und Not aufgeräumt, wisst ihr? Und habe wahrscheinlich irgendwo in der Stadt meine Spitzhacken verkauft. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Okay, wir müssen nochmal in die Stadt. Habe ich nicht irgendeinen Geschwindigkeitstrank wenigstens oder Snapperkraut? Nee, ich habe Kronstöckel, besten Dank. Ey. Ich weiß nicht, irgendwie manchmal bin ich nicht bei der Sache, dann tue ich Dinge, die völlig für den Arsch sind, Leute. Du bist schuld, habe ich beschlossen. Das war zum Glück überhaupt nicht knapp jetzt. Aber überhaupt nicht. Oh, da ist noch ein Lurker. Ich würde aber gern die hier mitnehmen. Was ich habe, habe ich. Und tschüss. Nee, ich würde aber auch gerne von der Hellebarde nochmal auf das Schwert gehen wollen. Solange ich Zweihand nicht gelernt habe, ist das ein bisschen scheiße, Zweihandwaffen zu nutzen, finde ich. Die lassen sich viel zu schwerfällig benutzen, wenn man keine Ahnung davon hat. Nee, jetzt habe ich irgendwo... Ich habe extra aufgepasst, dass ich mir eine Spitzhacke behalte und irgendwo habe ich, Idiot, jetzt doch eine verkauft. Bei welchem Händler waren wir denn in der Stadt überall, ist die Frage. Hier haben wir erstmal wieder massenhaft Pflanzen stehen lassen. Die uns alle vielleicht noch irgendwann gute Dienste leisten. Ey, ich habe gerade so einen Hass auf mich selber. Wirklich, Leute, dass wir jetzt nochmal wegen mir und meiner Blödheit zurücklaufen müssen. Das geht mir gerade so gegen den Strich. Wir können ja mal gucken, aber ich glaube nicht, dass ich das Glück habe, dass der hier mit einer Spitzhacke handelt. Selten sowas Bescheuertes erlebt. Ist doch wahr.
klar. Ist das wirklich wahr? Nee, keine Spitzhacke, aber ein paar Bolzen. Das wird sich nie ändern. Der Heiltrank interessiert mich auch, aber ansonsten... Das ist doch mal nicht bekannt. Leichten Zweihänder hat der noch. Irgendwann muss das ja so kommen. Ich bin ganz deiner Meinung. Oh, Leute. Ey, ich bin so Hass... Ich bin so hasserfüllt. Ihr glaubt's mir nicht, dass ich so hasserfüllt bin, oder? Ich könnte mir gerade selber echt einen Kopf abreißen für diese Blödheit. Kann ich denn so durstig sein und meine Spitzhacke verkaufen? Himmelkruzifix nochmal hier, hör mal. Ich hoffe nur, wir finden auf Anhieb den richtigen Händler, sonst bin ich echt mad. Das sage ich euch. Wenn wir jetzt die Quest nicht beenden können wegen so einer Scheiße. Mir wird gerade auch richtig schwindelig und schlecht wegen dieser Spitzhacke. Mich hat das gerade echt getroffen wie so ein Backstein am Schädel. Ich sag's euch. Wegen der Aktion sterbe ich 3 Jahre eher. Ich seh's kommen. Mann! Ist das eine Scheiße. Ich hoffe nur wirklich, dass wir die jetzt wenigstens auf Anhieb finden. Ich bin am überlegen, ob wir noch ein bisschen in Spruchrollen investieren, wenn wir schon mal hier sind. Aber ich meine, so viel Gold habe ich jetzt auch nicht mehr, ne? Ich bin hart pleite dadurch, dass der blöde Kartenzeichner damals durch den Bug mein ganzes Gold gefressen hat. War natürlich nicht das beste Ergebnis jetzt. Aber was willst du tun? Wo fangen wir denn an mit Suchen? Wir gehen mal direkt zu dem Händler hier drüben. Das ist ja interessant. Da habe ich ja die Spruchrollen gekauft. Eventuell habe ich da ja Waren auch eingetauscht. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Sieht mir aber nicht so aus. Habe ich beim Waffenhändler, Kanta, habe ich bei dir Spitzhacken in Zahlung gegeben. So. Das ist doch kein Geheimnis. Oh ja, hier ist er. Her damit. Ich kann die mir nicht leisten, weil die so OP teuer ist. Das ist mal wieder typisch. Und es wird noch. Müssen wir halt was verkaufen. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Und wer muss die Arbeit hier machen? Genug Scheiße dürfte ich ja inzwischen schon wieder haben. Mein Mann sieht das anders. Erste Lurkerkrallen. Das habe ich schon immer gesagt. Freunde der guten Unterhaltung, ich könnte kotzen. Warum kriege ich jetzt so auf Anhieb so viel Kohle her, ganz ehrlich? Und es wird noch viel schlimmer. So eine fiese Aktion schon wieder von dem. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Hilft nichts, da muss ich jetzt tatsächlich noch zu meinem Lehrmeister und die Felle eintauschen von den Keilern, weil ich sonst nicht genug Kohle habe, um mir die Spitzhacke zurückzuholen. So tief sind wir gesunken, was? So tief sind wir gesunken. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Habe ich für den was gefunden? Nee. Aber so groß war der Zorn Belians, dass er über das Land kam und das Tier. Der Zorn Belians war so groß, das glaubst du gar nicht. Das ist doch alles nur geredet. Habe ich wenigstens ein Level abgehabt? Ja. Da können wir das ja eigentlich nutzen, wenn wir hier sind, auch gleich mal Taschendiebstahl lernen. Kannst du vielleicht auch mal hier vorkommen? Hey, wo hast du dich schon wieder so lange rum? Ich brauche neue Fälle. Ich hab welche. Ich hab hier ein paar Fälle für dich. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Nee, ich kann Taschendiebstahl gar nicht lernen. Dafür muss ich ja auch wieder blechen, ne? Herr Jemine, Pfandbriefen. Hätte ich das gewusst, wie man mir hier die Tour versalzen will. Ich kann halt auch nichts weiter tun, als hier irgendwelche Restbestände verkaufen, die keiner braucht. Ich meine, auf 300 kommen wir, das ist kein Problem, aber es kotzt mich schon wieder an. So, dankeschön. Weil jetzt sind wir wirklich absolut abgebrannt, ne? Das muss uns klar sein, wir haben jetzt absolut keine Kohle mehr. Wir sind abgebrannt wie sonst was. Wir können uns die Spitzhacke noch holen, die völlig überteuert ist. Nie mehr sollt ihr mein Land. Ach, ich bin ein Idiot. Denn es ist heilig. Ich hab doch auch die ganzen Sachen vom Greg verkauft inzwischen, oder? Ich glaube, der wollte aber nicht das Zeug. Ich glaube, der wollte auch Gold haben.
Irgendwie so war das. Aber die Sache ist, ich habe auch keine Knete. Wer sagt denn sowas? Ich bin gerade richtig am Arsch. Das ist so schrecklich. Die Spitzhacke will ich auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, ob wir nicht doch noch irgendwo was verschachern können, was wir nicht mehr brauchen. Hier, komm, kauf mal ein bisschen Nahrung. Und es wird noch viel schlimmer. Wir brauchen nämlich tatsächlich wirklich unbedingt Knete. Und zwar mehr als alles andere gerade. Das ist ja schrecklich. Er sollte lieber den Mund halten. Ich weiß aber nicht, woher ich die Kohle noch nehmen soll. Das habe ich. Hier kannst du noch ein bisschen Wein kriegen von mir. Er sollte lieber den Mund halten. Die Weidenbeeren kannst du komplett haben. Genauso wie Felsknöterich. Ach komm, wir verkaufen jetzt auch die Klamotten. Die brauche ich jetzt gerade ohnehin nicht. Noch ein paar Fackeln, Apfeltabak. Aber ich bin auch kein Alchemist, also brauche ich auch die Flaschen nicht. Da nehme ich wenigstens wieder ein bisschen Geld rein. Versteht ihr? Wenigstens so ein kleines bisschen. Und jetzt dürfen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen, weil Taschendiebstahl, ich denke, dafür muss ich auch Kohle lassen. Das will ich jetzt gerade überhaupt nicht. Jetzt latschen wir den ganzen Scheißweg zurück. Holen uns das letzte Gold und dann hoffen wir, dass der Crack nur Gold wollte, weil... Wirklich, ich... Das Problem ist halt wirklich, manchmal habe ich nicht so viel Zeit aufzunehmen. Ich nehme viel auf Vorrat auf und manchmal sind zwischen meinen Aufnahmen eine Woche oder so. Und in einer Woche habe ich so viel im Kopf, dass ich dann hinterher manchmal echt überhaupt gar nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Deshalb seht mir solche Sachen bitte nach. Ich spiele das Spiel hier nicht am Stück und habe offen gesagt manchmal auch einfach ganz andere Dinge im Kopf. Da kann ich mich manchmal nach einer Woche, wenn ich wieder eine Aufnahmesession habe, einfach nicht mehr dran erinnern, was Sache war. Ist für mich selber auch sehr ärgerlich, aber so ist es nun mal. Wenigstens haben wir ein paar Lurker schon bezwungen. Das hat uns auch wieder Erfahrung eingebracht. Wir sehen mich auch schon wieder auf dem besten Wege, bald ein Level abzukriegen. Überlege ich gerade, ob wir für die ganzen Lurker nicht vielleicht doch den Dämonen springen lassen sollten. Einfach um die Erfahrung abzugreifen. Wofür brauche ich denn den Dämonen sonst jetzt in nächster Zeit? Eigentlich für nichts weiter. Das sind immer solche Überlegungen, wisst ihr? Aber eigentlich brauche ich die Dämonenspruchrolle jetzt wirklich nicht unbedingt für irgendwas Zeitnahes. Und bei den ganzen Lurkern, die da hinten rumrennen, da wäre es ja wenigstens gut platziert, sich das Vieh zu holen. Ich brauche aber auch mal was für mein Leben. Das lässt mich nämlich auch schon wieder kläglich im Stich. So. Der Dämon. Den haben wir jetzt auf der 7. Der Dämon des Unterganges der Lurkeritis. Weil wir haben hier schon einige Lurker jetzt, die wir mit dem Vieh plätten könnten. So ist es nicht. Der ganze Sumpf ist eigentlich voll mit dem Viehzeug. Von daher lass krachen. Wir machen das jetzt. Gute Arbeit, Dämon. Wir gehen direkt weiter. Kommst du mit? So, Dämon. Wir gehen direkt weiter. Hier hinten hast du nämlich noch mehr von denen. So, gute Arbeit. Jetzt hoffe ich, dass du noch eine Weile durchhältst. Ich würde nämlich mit dir gerne noch was anderes probieren wollen.
Da ist nichts. Aber wir müssen erstmal die Biester hier looten. Weil wenn ich den schon mal geholt habe, da kann man ja vielleicht noch was anderes mit ausprobieren, wisst ihr? Uff. Ah, scheiße, der Dämon ist verreckt. Aber ich danke dir trotzdem, du warst mir sehr nützlich, da kann man nicht meckern. Da ist nichts zu holen. Einen beschworenen Dämon können wir nichts abzapfen. Aber ich bin trotzdem zufrieden, der hat uns nochmal ganz schön jetzt hier Erfahrung eingebracht. Weil der die Biester für uns alle eliminiert hat. Da kann man schon wirklich nicht meckern. Der war nützlich. Bis zur letzten Sekunde. Ich hätte gehofft, den seine Lebensenergie hält ein bisschen länger durch. Weil immerhin, wir hätten jetzt hier ganz schön zu ackern gehabt mit den ganzen Biestern. Und der hat die halt eben mal so nebenbei mit One-Hit immer gemacht. Dadurch haben wir den Sumpf jetzt ein bisschen sicherer gestaltet. Aber haben natürlich auch eine wertvolle Spruchrolle benutzt dafür. Mussten dafür quasi ganz schön Geld bezahlen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, das war es wert. Weil aktuell brauchen wir einfach jeden Erfahrungspunkt, den wir auch nur in irgendeiner Art und Weise kriegen können. Hier hinten dürfte ja nichts weiter rumlungern. Ich hoffe, der Garn lebt noch. Das haben wir jetzt gar nicht geguckt, ne, ob der es überlebt hat. Weil bei dem haben wir ja noch eine Quest offen, die ich auch ganz gerne erledigen würde. Aber für mich am wichtigsten ist jetzt erstmal dieses blöde Kreuz hier. Nervtötendes Gelumsch. Weg damit. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine silberne Schale. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Garn ist weg. Der scheint uns wirklich hops gegangen zu sein an den Lurkern. Kann ich jetzt aber auch nicht ändern, oh Gott. Und da hinten ist nur P-Vieh ohne Ende. Ich will das Vieh auch nicht unbedingt angreifen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ach schade, da haben die blöden Lurker den Garn erwischt. Das habe ich mir anders vorgestellt. Jetzt kriegen wir bei dem nämlich kein Lösegeld mehr, sag ich mal. Aber wir brauchen den zum Großteil eh nicht mehr. Die Jagdtalente, die wir wollten, die haben wir ja schon gelernt. Von daher, tragisch, aber kann ich nicht ändern. Für jeden kommt einmal die Zeit, für mich hoffentlich nicht so zackig. Gehen wir lieber noch ein bisschen Lurker jagen. Ich weiß nämlich, wo noch zwei stehen, die eine drüber wollen. Gib mir die Beere. Aber da bräuchten wir auch ein bisschen mehr Lebensenergie. Ich renne hier schon wieder mit was weiß ich was für Leben rum. Also stopft dir mal lieber noch ein paar Pflänzchen rein, Pedro. Sonst geht das hier schon wieder nach hinten los. Immer rein damit. So, reicht jetzt. Die zwei Lurker hier unten können wir nämlich jetzt auch noch platt machen bei dem Feld. Da haben wir da auch wieder ein bisschen mehr Erfahrung gemacht. Als ob wir noch so viel brauchen für die nächste Stufe. Ach du Scheiße. Ich dachte, wir sind schon wieder kurz vor einem Level ab oder so. Habe ich Lernpunkte? Ja, 10 Stück. Die ich eigentlich auch in Zweihand investieren möchte. Damit wir da 10% mehr Kritterchance haben. Lieber wäre mir noch ein Level up mehr, dass wir da auf 30 kommen. Damit ich auch schon mal ein bisschen mehr Kombos machen kann, versteht ihr? Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Hörst du auf mich dauernd zu beißen? So. Nichts zu holen. Hier ist immer was zu holen. Laber nicht so einen Unsinn.
So, wo haben wir unsere anderen Kräuterlis? Hier? Wir werden jetzt nämlich demnächst auch noch einiges brauchen, denke ich, von diesem Zeug. Aber, wenn ich auf die Uhr gucke, ist es tatsächlich schon wieder vorbei für heute. Wir haben schon wieder die Zeit rumgekriegt hier im Fluge, sage ich euch. Beim nächsten Mal geht es weiter mit dem Söldnerhof. Jetzt, wo wir Spruchrollen haben, können wir auch das eine oder andere Duell besser bestreiten, denke ich. Was soll's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.